Weil es beim letzten Mal ja nicht geklappt hat, dachte ich mir, holen wir doch einfach mal die Zuschauer-Custom-Lobbys hier auf YouTube nach. Wir haben auf Twitch noch ausgiebig weiter Fall Guys Free for All gespielt, auch da ab und zu mit Zuschauern, aber jetzt möchte ich es quasi auf dem Hauptkanal hier auf YouTube noch einmal nachholen. Mitmachen kann jeder, der mindestens 100 Euro donated hat oder 10 Jahre im Voraus die Mitgliedschaft beantragt hat. Das versteht ihr sicherlich. Und nun lasst uns loslegen. Herzlich willkommen. Muss aber noch kurz weg einen Kühlschrank verkaufen. Auf eBay meinst du oder ist das dein Hauptberuf? Ich muss eigentlich auch noch sau viele Sachen verkaufen, fällt mir ein. 2 Playstations? 2 Monitorhalterungen? Maybe 1-2 Taschen? Ja, keine Ahnung. Und noch ein paar andere Dinge, die ich gerade nicht finde. Ah ja, stimmt. 1 oder 2 PlayStation 5 Controller möchte ich auch loswerden. Ich habe einfach zu viele, Alter. Aber ja, wir schweifen ab. Ich öffne die erste Lobby. Und ich habe mir gedacht, wir machen einfach mal alle Shows. Alle. Ja. Bunte Auswahl. Von Jahrestagsparty bis 10-Spitzenturnier. Custom-Lobbys sind immer gefühlt sehr, sehr verschwitzt, weil ihr alles Pro-Player seid. Also wird das nicht so lange dauern, wenn ich jedes Mal in der ersten, zweiten Runde rausfliege. Jahrestagsparty, Start! Wie alles begann, alle ursprünglichen Fall Guys-Runden, also die ursprünglichen Season 1-Games. Let's go, da oben ist der Code. Ihr könnt von überall rein, egal ob PS5, PS4, Xbox One, Series X, Series S. Der Arsch deiner Mutter, die Nintendo Switch oder der PC. Das geht alles. Wenn ihr die 100 Euro donated habt und 10 Jahre Mitgliedschaft. Ganz klar. Muss eigentlich lernen, aber Stream ist viel geiler. Naja, kommt drauf an, ob du jetzt noch einen ernsthaften Test hast. Aber eigentlich ist doch bald überall Sommerferien, oder? Mach lieber halb-halb. Stunde streamen und danach lernen. Besser ist es. Wie findest du Splatoon 3 OLED Switch? Ja, ich habe mir den Trailer nicht mal genau angeschaut, aber das, was ich gesehen habe, sah schon ganz stylisch aus. Ganz nett, ja. Show starten! Also, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es jetzt richtig verschwitzt wird. Weil, keine Ahnung, bei Custom-Lobbys sind echt immer irre Leute am Start. Hab leider nur 9 Monate Mitgliedschaft. Ah, das reicht nicht. Dann, tschüss. Raus mit dir! Torhunger. Müssen wir unsere Seele an dir verkaufen, um mitzuspielen? Ja, sozusagen. Die 100 Nintendo-Aktien, um ihnen eine Frage zu stellen, bezahlen sich schließlich nicht von alleine. Ich will auch so cool sein wie der Typ, der $40.000 ausgegeben hat, nur um zu fragen, wann F-Zero kommt. Und ich frage dann nach Donkey Kong wahrscheinlich. Oder neuem Mario und Luigi. Oder richtigem Paper Mario. Solche Sachen. Genau, wäre doch mal die übelst geile Frage. Ey, warum müssen eigentlich heutzutage all eure Charaktere so verdammt generisch aussehen? Meinen sie wirklich, dass das der Identität ihrer Marke nachhaltig was bringt oder eher schadet? Irgendwie sowas. So, wahrscheinlich bin ich direkt raus. Oder? Schaffen wir es noch? Boah, aber knapper Hase. Ihr seid alle so geisteskrank.
Durchschnittliche Nintendo Enjoyer sind einfach Bodybuilder. Ja, weiß ich nicht. JK, danke für die Mitgliedschaft. Ein Monat, Kuss. Ton passt so oder lauter? Ich glaube, bisschen leise ist noch, oder? Team abschweifen? Digga, was? Was? No. Oh my goodness. Das darf ja nicht wahr sein. Vor allem, ich weiß gar nicht mehr, wie das funktioniert. Also wenn Team Gelb die meiste Zeit einen Schwanz hatte, dann gewinnen wir, oder was? Bin ich der Einzige, der gerade aus unserem Team einen Schwanz hat? Und natürlich bin ich Team Gelb vor allem, Diggi. Man kennt's. Team Gelb einfach Schmutz. Und weg ist der Schwanz. Aber ich habe zumindest ein paar Sekunden rausgeholt. Ach nein, es geht gar nicht um die Sekunden, es geht um die Anzahl. Oh nein. Weil es gibt auch viele Spiele, wo das dann um Anzahl geht. Okay, ich habe einen blauen einen weggenommen und wieder verloren. Perfekt. Ja, natürlich ist unser Team wieder am Arsch gerade. Gönn! Sekunden. Ja, das ist halt leer. Ich hasse solche Spiele. Da entscheidet eine Sekunde und im Prinzip einfach nur Glück. Es ist nur Glück. Aber momentan sieht es gut aus. 8 gelbe Schwänze. Schmackhafte Pralle. Harte. Und noch einer mehr. Ehre. Yes! Aber Drecksspiel. Drecksspiel ohne irgendeinen gleichwertigen Partner zu haben. Also das ist ganz, ganz unten, dieses Spiel. Ganz, ganz unten. Die Wippen, ja, yeah, geil. Bin gerade reingekommen. Sehr gerne, JK. Danke fürs Vermünzen. Warum kommt erst Team abschweifen, was viel schwieriger ist als Wippen? Aber Wippen kann halt leider auch Karriere zerstören. Gerade wenn man einen hinteren Spawn hat. Und den habe ich leider. Könnte schnell problematisch werden. Oh, das war aber ganz nice gerade. Oh, Alter, da vorne hat einer einen Cuphead-Skin. Was ein Ehrenbruder. Lass lieber auf Blau gehen. Warte, warte. Fühle ich gerade nicht. Okay. Bis hierhin in Ordnung, aber jetzt muss alles passen. Wenn ich runterfalle, wird die Zeit nicht mehr reichen. Ich muss warten. Ja. Okay, Kuss geht raus. Custom Lobby ist buggy. Nee, noch kein einziges Mal erlebt. 10 Monate Mitglied. Was bekommt man für 40? Wie meinst du das, Shark Ghoul? Also es gibt verschiedene Abzeichen, die du dann je nachdem bekommst, wie lange du dabei bist. Am Anfang noch monatlich, aber ich glaube ab einem halben Jahr dann nur noch... Also in einem halben Jahr, dann im ganzen... Das siehst du aber eigentlich alles auch auf dem Mitgliedsscreen. Das steht da alles.
Ja, aber cool. 3 Runden geschafft schon mal. Und jetzt Blockparty, Mann. Sandra, vielen, vielen Dank für 20 Coins. Schönen Nachmittag. Und gerne mitmachen. Oh, ich hoffe, dass der Typ mit dem Carpet-Skin gewinnt. Am Ende. Wo kommt die Musik her? Ja, super. Das war jetzt ein bisschen Fail. Kann ich bitte ein paar sterben? Alter, wie knapp war das gerade? Was sind halt auch alle am Ziehen, ne? Zumindest am Anfang war es so. Gar keinen Bock auf Blockparty, Mann. Und so viele Hunde in dieser Lobby. Ich wusste auch direkt, dass ich den Stream bereuen werde, aber ich muss wenigstens einmal Custom Lobby machen. Ja, wie gesagt, ich wusste es. Wusste es, Digga. Schmutz. Das ist halt das Blöde, wenn man sich den Namen anzeigen lassen kann. Alle werden halt vorrangig auf mich gehen und nur ziehen. Aber müsst ihr wissen, weil dann habe ich halt keine Lust mehr auf Custom Lobbys, ne? Ob es das wert ist, weiß ich nicht. Gut. Duncan, was ist das denn? Der Sieger bleibt 2 Runden Basketball mit Zufallsfinale. Verstehe kein Wort. Wir gehen einfach mal rein. LP Vision, danke für 2 Münzen. Leider keine Zeit, aber euch viel Spaß. Danke dir fürs kurze Reinschauen. Bis zum nächsten Mal auf Twitch vielleicht. Du hast Crossplay nicht an. Ich hab das nie deaktiviert. Sollte es nicht standardmäßig aktiv sein? Kann ich erst nächstes Mal überprüfen. Jetzt starten wir in die zweite Runde. Muss noch runterladen. Warum erst jetzt? Ach so, der Shit. No. Und das ist jetzt eine Show nur bestehend aus dem Spiel? Digga. Vor allem, ich war immer zu blöd zu checken, in welchem Team ich bin. Huno Lacker, danke für die Mitgliedschaft. Herzlich willkommen hier. In der Salz-Lobby. Also ich bin blau und ich muss in den gelben Korb werfen, ja? So ist das doch, glaube ich. Bleib stehen, du Keck. Lasst mich, ich habe einen Ball.
will mit deinem Ball spielen. Ja. Sind wir immer im besseren Team, Kappa? Beste Leben. Und immer bleibe ich bei diesen Hurensohn-Toren hängen. Das ist so oft so. Komm, der geht trotzdem rein. Schmutz. Ach, zum Kotzen, Alter. Wo ist der Ball? Oh, 5 zu 6. Wir könnten es noch schaffen. 45-6. Let's go. Ja, nice. Oha. Nein, ich habe ihn aus der Luft gegrabt. Lauf, Bruder. Ja, okay. 9 zu 6. RIP. Wo sind die Bälle? Komm, einer noch, bitte! Mach ihn! Ja, meine Fresse, ey. Wegen einer Sekunde. Abfall. Keine Ahnung, warum hier 25 Monate steht. Eigentlich sind es 40. YouTube, danke. Bei mir steht 41. Also alles gut. Alles gut. Ich glaube, die werden nur die Fortlaufenden angezeigt. Aber mir die ganze Wahrheit. Mittelalter Malheur. Achso, warte. Wir wollen noch einen Skin ändern. Irgendwas Cooles, bitte. Ja, nehme ich halt den Burger. In Ordnung. Und einmal den Vorwurf checken. Plattformübergreifende Spielersuche an. Also. Schreibe in diesen Mittelalterrunden Geschichte. Also das müssten jetzt alle Season 2 Games sein. LP Vision, vielen Dank für 2 Coins. Und Huna Lakas. Ein Monat Sub. Kerem, der Ehrenbruder, mit 50 Münzen am Start. Ganz oft macht er das. Kuss geht gigantisch raus. Vielen Dank für deinen fortlaufenden Support. Spiel mit. Na, schade. Bei Basketball wäre ich jetzt gerne noch eine Runde weitergekommen, aber kannst du nichts machen. Einer hat gefehlt. Und Start! Instant voll. Ja, logisch. Ja, traurig, wenn nicht. Schon mal danke an die ersten 600 Liker. Große Fans sind sie. So wie das Level. Ja. Hoffen wir mal, dass ich wieder in die dritte Runde komme, so wie in der ersten Show. Custom Lobby ist einfach voll mit Stream-Snipern und Schwitzern.
Daher schwierig. So, hier bin ich alleine mehr oder weniger. Aber auch nicht lange. Weich extra den ganzen Asozialen aus. Auch wenn mich das ein paar Meter kostet. Versuchen wir das mal so. Ja, nice. Da, da, da. Nicht so geil. Oh, das war richtig Schmutz gerade. Versuch mal den Jump. Okay. Damit sollte die Runde geschafft sein. Voll viele am PC dabei, das sind Safe Cheater. Garantiert, sag ich dir. Alle mit Hacks am Start. Hä, hat der einen Louis Vuitton Skin gehabt? Oh, das kann ich nicht mehr sehen. Digga, das sah übelst so aus. Hier, der... Ah, nein, der ist jetzt tot. Der unten rechts. Wobei, der eine da auch. Der rote. Verarschen? Aber Custom Lobbys dauert länger zum Laden, finde ich. Bitter Parcours, ja komm, müssen wir auch packen. Let's go. Mach gleich mal extrem, bitte. Was bitte soll extrem bedeuten? Wenn ich rausfliege, hacke ich mir einen Finger ab, oder was? Nein. So verzweifelt bin ich noch nicht auf YouTube. Das kommt dann erst in 2-3 Jahren. Ach so. Perfekt. Ich glaube, damit sind wir schon raus. Ich dachte, die Wichser, die hauen einen nach vorne. Ja gut, dann vorbei. Digga, ist das dein Ernst, Mann? Komm, was geht hier noch? Nicht mehr viel wahrscheinlich. Noch 10 kommen weiter. Let's go. Let's go, hier ist Platz. Oh, es reicht noch. Mascha. Extrem ist gleich einmal runterfallen für immer raus. Nee, kein Bock. Es ist so extrem genug, sag ich dir, so wie es ist. Wenn alle auf dich gehen, um zu ziehen und ekelhaft spielen, ist das schlimm genug. Aber ihr könnt gerne extrem spielen. Habe ich kein Problem mit. Wäre doch als Ausgleich ganz fair. Automatisch Kanten greifen ist, glaube ich, ist bei mir aktiviert, aber ich drücke trotzdem. Trotzdem immer. Oh nein, da hinten ist schon ein Weg gewesen, Hals, Maul, Mann. Ja, perfekt, Diggi.
bringt nichts, ne? Lol. Piss dich! Oh mein Gott. Was? Yo! Da sieht man den Meister! Hä, wieso lässt der Bastard los? Macht gar keinen Sinn, aber gut. Schmeckt. Das war jetzt die dritte Runde, ne? Ja, damit bin ich zufrieden. Immer dritte Runde erreichen, dann bin ich happy. Dein Charakter macht mir Hunger. Ha, wie gut, dass ich vorher noch was gegessen habe. Sieht schon lecker aus, ja. Wett, jetzt kommt irgendein Cancer-Teamspiel. BK Gaming, danke für eine Coin. So ein Streamer-Modus, dass man den Streamer mit einem anderen Skin sieht, als er in echt hat, wäre mega. Ja, aber das funktioniert ja auch nicht wirklich. Weil die Leute dann einfach den Stream schauen können und dann wissen sie trotzdem, wo du bist in etwa. Aber ja, wär zumindest ein Anfang, ein Versuch. Ringe. Wie war das? Der Goldene zählt fünffach. Ja, ne? Aber mit Silber wäre ich für den Anfang auch zufrieden. Ja, achso, der bringt nur einen. Achso, ja, na, alles gut. Alles gut, Digi. Wollt ihr keinen haben? Passt schon. Ja, jetzt dreht er sich weg, der Hurensohn. Ja, es ist immer Scam. Geh hoch, du Bastard! Hasse es. Okay, die Punkte bekommt echt nur der allererste. Ja, moin. Schmutz. Komm, bitte gönn! Hallo! Alter, ich zieh ihn extra und trotzdem kann er da vor mir reinjumpen! Ja, vorbei. Wie bodenlos ist die Scheiße denn? Verdammter.
Na, starte halt! Kenn ich dieses Spiel überhaupt? LOL. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das komplett vergessen habe, aber es kommt mir so mega unbekannt vor. Ich kenne nur die Version, wo man chillen muss und warten muss, bis jemand stirbt. Ah, wobei doch. So ein bisschen kommen mir gerade Erinnerungen wieder. Ich kenne das Spiel, ja. Jojojojo. Ewig her. Komm. Das wird jetzt eh noch knapp. Alter. Ja, moin. Huno Lacker, danke für die Aufmunterung. 10, 5 Coins. Liebe deine Videos, vielen, vielen Dank fürs dabei sein, Hildegard. Und Sally, 26 Monate. Krasserer Rage als gestern. Ja, war jetzt auch eine lächerliche Situation mit dem Reifen, oder? Anders lächerlich einfach. Die Trollen gottlos. Ja, war ja klar. Einmal mache ich's, dann nie wieder. Die da aber auch nicht dran gedacht haben, weißt du? Die Entwickler haben das, soweit ich weiß, hauptsächlich wegen Streamer reingebracht, diesen Custom-Lobby-Shit. Aber nichts dafür getan, dass man als Streamer es normal spielen kann. Geil. Ja, permanent. Permanent am Ziehen. Wie viel kommen weiter? 30. Ja. Es wird schwierig. Ich muss hier jetzt schnell durch, dann haben wir eine gute Möglichkeit. Am besten in der Mitte. Ja, natürlich geht jetzt die Tür zu, du Huren. Mach auf! Glück gehabt hier bei dem Feld. Ich nehm lieber den langen Weg. Scheiß auf alles. Ich stelle mich mit Sicherheit nicht bei diesen Pinball-Dingern hin. Kann ich vergessen. Schau, selbst hier ein Hurensohn wieder. Direkt blockieren. Spucke auf dich. Ist es nicht schön, wie wir uns alle lieb haben als Community? Ja, es ist toll. Wir sind die besten, Leute. So harmonisch. Hildegard, nochmal danke für zweimal 1,50. Bus.
Wolkenschleimkrax? Was? Wait, das kenne ich jetzt aber wirklich nicht, glaube ich. Das ist eine Schleimkraxler-Variation, aber ich... Habe ich das schon mal gespielt? Oh mein Gott. Hier bin ich tot. Das war's. No chance. Wenn du das nicht eingespielt hast... Oh mein Gott. Yo. Ah ja. Lol. Oh mein Gott, ist das geisteskrank. Das ist eigentlich ein Finalspiel. Kommt da auch permanent der Abfall mit hoch? Wahrscheinlich, ne? Wo sehe ich denn, wie diese Türen sich bewegen? Gar nicht, ah ja. Aber warte, ich kann auch hier am Rand entlang. 200 IQ. Aber was soll das denn? Mit dem Wind. Oha. Big. Na, warte. Zieh durch. Fuck. You. Mann! Wie viel kommen weiter überhaupt? Das steht hier gar nicht. Achso, alle, die überleben? Oh. Dann haben wir ja doch noch eine Möglichkeit, wenn ich jetzt weiter durchziehe. Bisher ist die Leistung in Ordnung. Ah! Piss dich! Ach, halt's Maul! Ein Fehler reicht schon und du kannst nach Hause gehen. Naja, aber für den ersten Versuch ganz okay. Mehr geht da halt nicht. Ja, fürs erste Mal krass. Danke, danke. Es war schön, noch neue Spiele kennenzulernen, aber damit ist alles wieder dahin. Dschungelchaos. War das noch weit bis nach oben? Weil ich glaube, wir haben schon 75% geschafft gehabt. Aralo, danke für die Mitgliedschaft. Dschungel Jump. Haben wir gestern auf Twitch ein paar Mal gespielt. Aber es gab so eine eigene Show nur damit. Trash. Baby, vielen lieben Dank für 25 Coins. Gerne auch mitspielen. Aber ehrenhaft. Es waren noch zwei Ebenen. Ja. Natürlich auch wieder so unglücklich getroffen, dass du nicht mehr hochkommen kannst. Weil normal kann man einen Fehler noch ausbessern. Aber da hinten im dreckigsten Eck natürlich nicht. Perfekt. Not bad.
Ja. Ach so. Mhm. Ja, ja. Das ist jetzt schon einer im Ziel. Der Kerl hat das Spiel geraucht. Jeden Abend. For real, wie geht das? Muss ein Cheater sein. Denkst du, Fall Guys hat wieder einen Hype? Das denke ich nicht nur, das ist so. Sehr viele spielen es. Zum Start hatten sie 50 Millionen Spieler. Auf Twitch ist es auch ein sehr großer Erfolg. Bei sehr vielen Streamern, also ja. Wie kann da einer 12 Sekunden schneller gewesen sein als ich gerade? Kann einfach nicht real sein. Ein Streamer Domi ohne Rage Quit ist keiner. Ja, true. Bubble Trouble. Da muss man die Seifenblasen sammeln, ne? Okay. Machen wir. Ja, beste Sicht. Feier ich. Fünfzehn braucht man. Oh, ist das ein beschissener Spawn. Oh, aber hier oben schmeckt's. Mhm. Fünf haben wir schon mal. Ich hoffe, das ist ganz gut. Aber keine Ahnung, Mann. Ja, hier diesmal keinen einzigen. GG. Es hat jetzt schon einer alle. Okay. Weiß ich Bescheid. Ja, alles klar. Ich krieg keinen einzigen mehr. Wie denn auch, wenn sie alle ziehen. Aber jetzt, das könnte big werden. Das könnte big werden hier. Naja. Ja, komm, 12. Da ist ein Goldener. Wie soll man den kriegen? Wieso fällt er jetzt um? Alter, ist es so nervig. Ich brauch doch nur noch zwei. So lächerlich. So lächerlich. Meine Fickpresse. Partypurzelei. Und rein da. Dieses Jahr noch Urlaub einmal? Ja, Ägypten. Im August.
Xbox abgestürzt. Ich hatte gestern zweimal Abstürze mit der PS5 auf Twitch. Das war auch krass belastend. Aber es liegt am Spiel. Das Spiel ist eigentlich immer ganz cool. Gönn. Ich glaube, man sollte da immer durch die Mitte gehen. Die restlichen Wege sind Schmutz. Mach halt. Alter. Punky Zero, danke für den 8. Monat und Eric Tendo im 46. That is very much. Vielen, vielen Dank. Hast du es gehört mit dem Hai und den zwei Menschen in Ägypten diese Woche? Ja. Ist scheiße. Passiert leider. Auch wenn zweimal innerhalb kurzer Zeit schon echt ungewöhnlich ist. Bin halt auch in demselben Ort. Aber man muss sich einfach die Statistik reinziehen und dann sieht man, dass das schreckliche Einzelfälle sind. Natürlich wird das immer von den Medien aufgebauscht, wenn es so einen Haiangriff gibt. Genauso wie bei Flugzeugabstürzen. Aber beides ist halt wirklich unwahrscheinlich, AF. So, ich denke, hier bin ich wieder raus, weil das Spiel habe ich erst einmal gewonnen. Check's auch nicht so ganz, wie man sich da verhalten soll. Ja, so schon mal nicht. War auch einfach schlecht. Weiß nicht, soll ich hier weiter chillen? Ja gut, wenn ich dafür wieder hochkomme. Warum nicht? Ah, der Wind. Aber ich habe einen guten Lauf gerade. 85. Warum jetzt gönnen? Gib mir nochmal eine gute Position da oben. Hallo! Du ekelhafter Schmutz. Kuss geht raus. Was war's für ein Hai? Ah, weiß ich nicht mehr leider. Aber das ist... Also Experten gehen auch davon aus, dass das derselbe war. Der... Weiß ich nicht. Vielleicht hat der eine Störung. Keine Ahnung. Man muss ja auch wissen, dass Haie an sich nicht am Menschen interessiert sind. Die greifen nur an, entweder aus Verzweiflung, weil sie keine Nahrung finden, aber eher unwahrscheinlich, oder weil sie den Menschen verwechseln. Mit Beute, die sie normalerweise jagen. Leitlicht? Kenne ich nicht. Aber scheint so ähnlich zu sein wie gerade. Im Licht bleiben. Okay. Ist das dann auch wieder mit Prozentanzeige oder was? Ja.
Gibt's immer nur einen? Hey, bleib da, du Keck! Mhm, mhm. Aha. Ja. Fühl ich. Jetzt nicht mehr. Ui. Mhm. Oh, ich hätte die Tür aufmachen müssen. Ja. Einer schon durch, aber wir sind ebenfalls gut dabei. Yo! Cool. Das Game gefällt mir auch irgendwie besser als das andere. Oh, das Spiel kennen ja auch viele von euch nicht. Ja, nice. Größte Angst vor Krokodilen. Ja, aber die kommen ja an noch weniger Orten vor. Und das sind eher welche, wo man jetzt nicht so am Baden ist. Ist das der Schmutz von vorhin? Muss das jetzt echt nochmal kommen in der Show? Oh, schade. Ich dachte, wir erreichen jetzt erstmals das Finale. Aber ich glaube, das Game wird es wieder kaputt machen. Das letzte Spiel stammt aus Season 6. Ah ja, guck an. Die habe ich ja nicht gespielt. Nur 14 kommen weiter. Hab ein schlechtes Gefühl dabei. Ja, perfekt. Kann direkt rausgehen. Das ist nicht mehr möglich. Leck mich doch am Arsch. Ja, da stehen Bastarde vorm Ziel. Ja. Na gut. Wusste ich ja direkt. Irgendwas ist immer dabei, was es zerstört. In die Luft geblasen. Die Ventilator-Show. Wäre es möglich, dass du ein Pokémon-Display-Opening machst bezüglich Astralglanz? Wäre mega nice. Nee. Ja, nicht. Ich habe mal für eine kurze Phase solche Videos gemacht, aber dann auch schnell wieder gelassen. Wenn überhaupt, dann nur auf Instagram, just for fun. Süße Diebe ist ein neues Spiel. Kommt das jetzt, oder was?
Dann schauen wir mal. Im Stream ist das ungünstig. Die ganzen Custom-Lobbys sind ungünstig, also das spielt keine Rolle mehr. Ja, aber jetzt kommt Rollweg. Düste Diebe extra auswählen. Ist das Spiel so schlecht, dass es in keiner einzigen Show drankommt? Da hätte ich aber noch ein paar andere Kandidaten. Hä, sollte das nicht die Ventilator-Show sein? Wo kommt denn hier ein Ventilator vor? Ja, ganz am Ende. Ach so. Lol. Das reicht schon, um sich dafür zu qualifizieren. Na gut. Also wie immer, dritte Runde ist das Ziel. Die erste wäre geschafft. Süße Diebe war nie in der Rotation, gab es nur zweimal als eigene Show im März, ist aber sehr beliebt gewesen. Hä? Warum machen die sich die Mühe, so ein Spiel zu erstellen und featuren es dann nicht ordentlich? Weird. Können wir ja am Ende mal spielen, wenn es nirgends vorkommt. Schlimmstes Spiel für dich in Fall Guys. Ich kann mich da nicht auf eins festlegen. Es gibt wirklich viel Dreck. Schwanz, dieses Früchte-Merken, die Platten, wo du den richtigen Weg finden musst und es einfach nur Glück ist und auf den letzten Moment drauf ankommt. Ja, also generell auch diese ganzen Spiele, wo es nur auf die letzte Sekunde drauf ankommt und der Rest ist irrelevant und es ist Luck-based. Ist halt alles Abfall. Kann ich auch Lotto spielen. Oh, da war ein Ventilator, hab ihn gar nicht gesehen. Aber der hier ist doch ein King, oder? Oh, was ist das jetzt? Verhält sich anders. Ja, okay. Mach auf, die Kacke! Oh Mann. Ach so. Ja, komm, wenn ich da lang gehe, schaffe ich's. Denke ich mal. Lieber verwalten. Du Bastard. Junge, ihr seid doch wirklich Spasten. Also das allerletzte. Hoffentlich nächste Test eine 6.
an allen, die da beteiligt waren. Oder Lohnkürzung, je nachdem. Wobei ich gehe davon aus, wenn man älter als 12 ist, macht man sowas nicht. Hoverboard-Helden. Oh nein, das war lange schon nicht mehr gespielt. Ich weiß, das ist cool, aber da stirbt man super einfach und schnell. Ah, oh, dammit. Ohne eingespielt zu sein, denke ich, war es das. Mehr Sechsen, damit sie sitzen bleiben und mehr greifen können. Sehr schöner Aufgriff eines alten Memes. Habe ich auch überlegt, ob ich da mal eine Reaktion zu machen soll. Vor allem die ganzen Spasten sind wieder am Grabben. Also wirklich gar keine Überlebenschance. Null. Jetzt habe ich sie getriggert. Weil sie realisiert haben, ihr Leben ist nicht viel wert. Jetzt sind sie noch aggressiver. Also das ist das ekelhafteste Gameplay, was ich jemals gesehen habe. Kann man so wenig Ehre haben. Wie war das nochmal? Ich muss da jetzt auf das Hoverboard springen, ne? Und dann? Der eine Keck ist fast selber. Ja, geil. Unverdient und unnötig. Digga, ich habe jeden Tod erwartet, aber nicht sowas. Weggehexte Schwerkraft. Ist das eigentlich das, was wir gestern gehabt haben? Auf Twitch? Bastian Bartel, danke für 2 Coins. Kannst du mal wieder Kirby-Spiele spielen? Irgendwann sicherlich. Momentan aber nicht. Traurige Existenzen. Ja gut, da war ja jetzt der Laser dran schuld. Also da haben die Keks gar nicht mal mitgewirkt gerade. Das war leider einfach nur Pech beim Sprung nach oben. War gestern ganz cool. 2 Wins, einen nach 10 Minuten, den anderen nach 3 Stunden. Lel. An sich mag ich das Spiel sehr gerne. Aber wenn man jetzt weiß, wer ich bin und noch zusätzlich zieht. Ja, weiß ich nicht, Digga. Ja, guck. Mal sehen. Die springen alle sehr viel mehr als die Public Dudes. Und der hat auf der einzelnen Plattform wirklich nichts Besseres zu tun, als zu grabben. Das gibt's ja nicht, Alter.
dachte immer, andere haben eine scheiß Community. Nein, das sind ja nur, das sind nur 2%, die schwarzen Schafe. Ja, perfekt. Alter. Nicht mal hier die zweite Runde, das ist schon traurig. Dschungel Jump Limbo. Einmal und nie wieder. Ach, jetzt habe ich zu früh gestartet. Teneriffa oder Malediven? Ja, die Sache ist eigentlich eindeutig, finde ich. Das ist jetzt die Show nur mit Dschungel Jump Limbo. Hype. Eindeutig Malediven. Ja, würde ich auch sagen. Schlägt ja eh fast alles. Hä, wie kann ich da jetzt so weggestoßen werden? Nehmen wir den Weg hier. Deutlich höhere Überlebenschance.
Sind nicht mal Malediven voller Müll? Was? Nein. Man kommt nicht rein. Ja, achso, das sind alles Bots hier, oder? Wisst ihr, was cringy wäre? Wenn wir bei der Show jetzt, also ich ins Finale komme. Das ist mitunter eine der Shows, die ich am meisten hasse. Oh Mann, ey. Ach komm, halt's Maul, was war das wieder für ein Scheißsprung? Ich kapier's nicht, warum ich hier immer, aus welchen Gründen auch immer, meinen Boost verliere. Es ist unerklärlich für mich, wie das zustande kommt. Ja, jetzt muss diese Huren... Na, ja, wird sehr knapp. Könnte aber tatsächlich noch reichen. Ja, jetzt kommt wieder dieser Bastard. Ja, schau dir das an, Alter. Was ist das für ein Wichser? Wenigstens ist er jetzt raus. Letzter Keck, Alter. Einige kapieren nicht, dass sie selbst Crossplay anhaben müssen. Ich würde mal in den Settings nachschauen, ja. Und die neuesten Updates runterladen. Aber das müsste automatisch geschehen. Richtig cringe, als ob ich jetzt hier ins Finale komme. Imagine, ich gewinne. Nein, völlig unwahrscheinlich. Also 0%. Bin froh, wenn ich Vorletzter werde. Die Musik ist aber voll spannend, das mag ich. Ja, war doch ganz nett. Cool, hab noch nie diese Win-Animation gesehen. Nett. GG. Rollkommando! Gar kein Bock. Die war süß, ja. Allerdings.
Das war nicht Luigi's Mansion, nein, nein. Weiß nicht woher, aber Luigi's Mansion war es nicht. Ich denke, hier bin ich erste oder zweite Runde raus. Okay, erste. Ist mir aber auch scheißegal, ehrlich gesagt. Siegesanimation war aus Nights Before Christmas. Leandro, danke für 9 Monate. Road to 1 year. Schaffst du, bin ich sicher. Du hast irgendwie gar keinen Bock. Ja, woran könnte es nur liegen, wenn jeder ständig nur am Ziehen ist und unfair spielt? Also, soweit kann, glaube ich, jeder selber denken. Gibt ja nicht wenige Spackos, die extra vorm Ziel warten, nur um da noch ziehen zu können. Denen ist auch scheißegal, dass sie nicht weiterkommen. Sie wollen nur einfach den Stream zerstören. Das ist der einzige Motivationsgrund, den diese Leute haben. Ich wollte es halt jetzt einmal probiert haben, so mal gucken, okay, vielleicht sind es doch überwiegend coole Leute, die hier mitspielen wollen. Die Antwort ist leider nein. As expected. Ja, schade. Aber ist jetzt auch nicht die größte Überraschung. War ein Versuch, wollte es mal gemacht haben. Und das war's dann. Komm, die Runde noch, das wäre echt geil. Komm. Würde ich schon fühlen, wenn wir hier die dritte Runde erreichen. Weil hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Komm, gönn. Einer noch. Safe bin ich das. Nee? Okay. Schön. Müssen wir Super Metroid spielen? Könnte ich mir als Stream-LP vorstellen, ja? Idee wäre noch, YouTube-Mitglieder-Community-Beitrag zu machen. Stimmt, ja, das könnte man versuchen. Also da wird es dann wahrscheinlich auch ein, zwei Leute geben, aber weniger auf jeden Fall. Hast du recht, ja? Könnte man machen. Hä, hey, nochmal? Bin verwirrt.
Achso, nur auf so zwei Rollen? Ah, ja. Wusste gar nicht, dass das ein eigenes Spiel ist. Hä? Warte, ist das Finale? Weil spielt die Finalmusik. Lol. Hat jemand aufgepasst? Stand da Finale? Lol. Weil wenn nicht, hätten sie eigentlich die Musik ändern müssen. Meine Fresse, keine Sekunde ohne ziehen. Es ist so fürchterlich. Doch, ist Finale. Oh, lol, okay. Mashallah. Ich würde den Entwicklern am liebsten nur wegen der Musik was donaten. Ja, wobei, ich habe schon genug reingepayt eigentlich, ne? In das Game. Boah, ist das asozial. Holy fuck. Oh mein Gott. Digga. Digga. Muss los. Insane. Wäre das eine Public Lobby, hätte ich die Krone. Real Talk. Solange halten Public Leute nicht durch im Normalfall. Damn. Und ich auch nicht. Das ist jetzt nur ausnahmsweise mal eine gute Runde gefühlt. Scheiße, ist das krank. Oh, 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 Digga. Einfach Dritter. Hey, dafür möchte ich jetzt aber mal einen Applaus. Einen Motivationskuss. Oh mein Gott, what the fuck. Hallo? Anders wild. Tschüss. Alter, Zweiter. Ah, GG, du Hund. Du Hässler, du. Ach so, GG. Sehr schön, sehr schön. Zweite Hälfte vom Finale hat Spaß gemacht. Es war wirklich eine kranke Runde, Mann. Oh mein Gott, was ein heftiges Finale. Oh mein Gott. Richtig irre. Schneegestolper. Ich wollte ihn halt da hinter der Mauer blockieren. Aber leider hat die Ziehanimation zu lange gedauert. Naja.
Warte mal, wie können die eigentlich alle schon gejoint sein, obwohl ich den Code noch gar nicht gezeigt habe? Kann mir nur vorstellen, dass es vielleicht über eine andere Plattform die Möglichkeit gibt, direkt zu joinen ohne Code. Aber bin ja jetzt auch ehrlich gesagt verwirrt. Das war noch der alte Code. Ach so? Und warum? Code bleibt gleich, wenn man von einer Runde in die nächste wechselt, ohne eine neue Lobby aufzumachen. Dann muss ich wohl jedes Mal raus aus dem Modus, um sicher zu gehen. Das sind jetzt alle Schneelevel, oder was? Ist das Sans? Habe ich mich gestern auch gefragt, aber ich glaube nein. Doppel-F0, danke für 24 Monate Mitglied. Zwei Jahre voll. Man kennt's, Typ von eBay sollte um 18 Uhr da sein, immer noch nicht da und hat sich auch nicht gemeldet. Ja, es ist so zum Kotzen. Entweder du wirst auf eBay gehackt und dein Account wird zum Scammen benutzt oder du wirst gescammt, weil Leute nicht kommen. Check ich einfach nicht, Mann. Sind es wirklich Hobbylose, die nichts anderes zu tun haben? Das ist wahrscheinlich genau die gleichen, die hier nur ziehen und für alle den Stream zerstören wollen. Wenn ich aufgehört habe zu streamen, gehen die wieder an ihr Handy und trollen Leute auf eBay. Wenn sie bei sich im Dreck liegen. Briefe vom Vermieter mit fristlose Kündigungen stapelt sich schon. Unter den Alkoholflaschen. Komm auch gleich rein. Jo, mach das. Let's go. Viele Shows haben wir nicht mehr. Jetzt musst du durchziehen. Ah, jetzt rückblickend hätte ich mich lieber in dem Finale ein bisschen defensiver verhalten müssen, ne? Vielleicht hätte ich dann gewonnen. Naja. Aber war eine sehr schöne Runde gerade. Immerhin, das ist wichtiger. Das ist Jack Skellington. Okay. Auch wieder aus diesem Before Christmas Ding. Digga, ich kenne das nicht mal. Warum ist das hier so präsent? Kannst du dich nicht mehr an das Finale erinnern, was du gerade hattest? Nee, aber ich habe auch beginnende Alzheimer, also von daher, kein Wunder.
Oh, das kenne ich aber noch. Braucht kein Mensch. Der Film ist schön. Gibt's nur auf Disney Plus? Also, aber selbst da habe ich ihn noch nie gesehen. Vielleicht mal Ausschau halten, wenn wir dann Weihnachten dieses Jahr haben. Hä, was macht die Eisplattform da? Die war doch sonst nie da, oder? Hä? Sass. Mhm. Irgendwie unnötig. Genauso wie dieser Kill. Ist jetzt schon jemand durch? Ah ja. Ach so, ich ja auch fast. Warte, bringt der Goldene 10 Punkte? What? Völlig broken. Also, nee, das macht ja gar keinen Sinn. Das ist eine Variante. Ah, okay, wahrscheinlich deswegen auch so komische Bepunktung. Also der Goldene war auf jeden Fall viel zu OP. Das ist Quatsch. Dachte im ersten Moment, ich brauche noch 12 Punkte. Aber ich hatte 12. Ah ja. Oha. Auch schon lange nicht mehr gehabt. Boah. Nee, 5. Hm. Ach so, ich glaube, weil ganz am Ende ist auch noch ein Goldener, wenn du da in der Mitte in das Loch gehst, wo ich reingegangen bin. Das könnte sein. Ja, so komme ich dann auf 12. Alles klar. Oh, ob ich das überlebe, weiß ich nicht. Ach, wobei, es geht auf Zeit. 50 Sekunden. Mhm. Wieder ein paar Schulabbrecher hier am Start. Und tot. Ne? Okay. Ich dachte, es sind zwei Kugeln. Oder kommt die jetzt erst, die zweite? Es bleibt wohl bei einer. Okay. Habe ich jetzt nichts gegen. Aber ist hier überhaupt jemand verreckt? Hm. Nein. Ja, perfekt. Random, ob ein oder zwei Kugeln. Naja, Naja, wenn es nur eine ist, dann sollten sie aber schon mit Death-Counter machen und nicht nach Zeitlimit. Weil, siehst du ja, es hat jetzt nichts gebracht, außer Zeitverschwendung. Gegen die Faust! Was macht ihr denn, Mann? Na, okay, aber wir führen eindeutig. Trotzdem, ich würde sagen, wir hauen das Ding jetzt mal gegen die Faust, oder nicht? Also ich fand jedenfalls, dass man damit immer am besten fährt.
aber nur meine Meinung. Ja. Dann hast du auch nicht so einen Struggle hier. Also Gelb holt gerade massiv auf, ich sag's ja nur. Ah ja, mhm. Haben sie es auch gemerkt. Besser ist es. Aber gut, vielleicht lohnt es in der zweiten Runde mehr, weil du dann außenrum ein bisschen farmen kannst. Ich glaube, das war ihr Gedanke. Okay. Ja. Was soll das werden? Egal, ich beschwer mich mal nicht, wir sind weiter. Lol. Ein Teamspiel mit 30 Leuten, sehr interessant. Ja. Hat ja geklappt. War jetzt nicht ganz der Meinung des Teams, aber... Die Leistung zählt. Ich glaube, dann ist das jetzt Halbfinale. Nein! Es ist jetzt schon Finale? Mit 20 Leuten Döner? Ist das System denn irre? Das können die nicht durchziehen. Alter. Das wird so toxisch. Weil ich bin sicher, da sind noch einige Schulabbrecher mit dabei. Oh Mann, ey. Ja. Trostloses Leben. Scheiß Geräusche her, Mann! Ja, es ist so toxisch. Der eine macht jedes Mal, wenn er steht, diesen Enten-Sound, ne? Wilder Typ. Dann bin ich mal für ihn. Den anderen gönn ich's nicht. Mit 20 Leuten ist frech. Ja, also das Finale mit 20 Leuten ist schon echt irre. Der hat eine Katzenglocke. Obwohl er ein Hase ist, oder?
Mann, das Huhn hätte gewinnen sollen. Jetzt ist langweilig. Jetzt macht keiner mehr Sounds. Vor allem die beiden da sind abgehoben. Ich krieg schon Hate, wenn ich nur ein Versace-Shirt anhabe. Guck dir die an. Laufen mit einem 20.000-Euro-Outfit rum. Nee, ich bin für den Untertanen da. Wenn er gewinnt, kann er seiner Familie wieder einen Monat das Essen beschaffen und das restliche Preisgeld behält er für sich selber und kauft sich Rolex. Und für die hier geht's nur darum, ja, krieg ich jetzt die Prinzessin oder der andere? Ehrenlos. Aber die spielen wenigstens richtig und ziehen nicht. Wahrscheinlich gewinnen alle drei. Oh, ne. Einer der Adligen ist raus. Hä? Ah, lol. GG. Viel Spaß mit der Rolli. Und den Bio-Lebensmitteln. Schön, schön. Skiflugflieger. Brich den Skiflugrekord und hol dir den Sieg. Warte, ist das... Ach Gott. Achso, ich muss raus, ne? Wegen dem Code. Das ist, glaube ich, nur dieses Spiel. Im Endlos-Modus. Die haben beide gewonnen. Oh, stimmt, kann sein, weil ich habe nicht gesehen, dass nur noch einer verreckt ist. Hab eine 1- über PowerPoint-Präsentation über dich bekommen. Das freut mich, schön. Geil. Lupa, danke dir für die Mitgliedschaft. Bei der Geschwindigkeit kann man nicht mehr ziehen. Doch, doch, kann man. Ich habe sogar schon mal so gewonnen. Gut, beste Taktik wird sein, so schnell wie möglich zu sein und immer das Ende zu erreichen, weil es da halt immer 5 Punkte gibt, ne? Ich wusste lange Zeit auch nicht, dass es ein Timeout bei den Finals gibt. Sonst hätte ich mich ab und zu anders verhalten. Schafft man das eigentlich, den goldenen am Anfang zu kriegen? Hier. Mit der Faust, oder? Aber das ist so schwer. Unrealistisch. Ja, schon vorbei. Hier ist ja nicht mal ein goldener, oder was? Ach so, warte, es ist nur eine Runde? Weil anscheinend gewinnt derjenige, der 50 Punkte hat. Was? Zum
krank. Gibt's hier noch mehr oder nur diesen einen? Gibt nur den, ne? Das ist einfach ein Instant-Finale. Ist ja auch mal gar nicht so eine schlechte Idee, oder? Oh, crap. Aber warum eine Minute Zeitlimit dann? Macht doch keinen Sinn. Ach, das ist doch ein Golden in der Mitte. Das sieht so nach Bronze aus, aber ist er nicht. Mann, ihr blöden Arschlöcher, verpisst euch doch einfach! Was für Wichser... Wie kann man so ein Arschloch sein? Also wirklich. Tut mir leid, es ist auch wirklich gar nicht mehr lustig. Es ist nur noch eine Hurensohn-Attitüde. Ich muss es so deutlich sagen. Alter, mir fehlen nur noch drei. Hab ich jetzt gewonnen, oder was? Ach nein, alle, die nach dem Zeitlimit es auch geschafft haben, kommen ins Finale. Aber ich glaube, ich war der Erste, oder? Habe ich jetzt doch gewonnen? Als ob! Really? Okay. Ich dachte jetzt wirklich, es kommt noch eine Runde mit all denjenigen, die es noch immer innerhalb des Zeitlimits geschafft haben. Ui. Trotz Schulabbrecher vor allem. Wild. Oh yeah. Richtig unexpected. Ich habe am Anfang ja nicht mal gecheckt, dass es nur eine Runde ist. Na dann, nehmen wir mit. Schleimwettkämpfe, oh Gott. Es ist simpel, bleib raus aus dem Schleim, sonst bist du raus. Okay. Alle, die es innerhalb des Zeitlimits geschafft haben, haben gewonnen. Ah! Okay. Unexpected Win ist der Beste. Ja, ist so. Aber hab auch echt viele Goldene erwischt. Das, was jetzt kommt, ist so schlimm. Ja, ich rechne mit Schleimkraxler-Variationen ohne Ende und anderem Hardcore-Shit. Ich glaube auch, dass das jetzt richtig, richtig übel wird. Bin ich sehr sicher. Okay, es fängt erstmal damit an. Und dann wird es wahrscheinlich immer extremer. Aber hier kann alles passieren. Ich hoffe natürlich, dass wir weiterkommen, aber irgendwie... Schleimkraxler hätte ich jetzt tatsächlich lieber gesehen.
No joke. Ah, wir haben wieder eine Ente dabei. Größter Ehrenmann. Hoffe, der holt einen Win. Aber. Gibt noch sehr viele andere Sounds. Hab bestimmt auch welche freigeschaltet, aber für sowas habe ich keine Zeit. Eines der schlimmsten Ziehspiele. Oder ist das vielleicht so eine Show nur aus dem Game? Ich hoffe aber nicht, ey. Gar keine Lust. Sehr, sehr toxisch hier. Safe als das ist ein Neon-Schleimkraxler. Ist es das, was ich vorhin hatte, wo ich verreckt bin? Bro, what? Nashornangriff? What? Nie gespielt. OMG. Hier sind überall noch Wirbelwinde und Mauern, die einen noch abfangen könnten. Oh, das ist so ähnlich wie dieses Kettenhund-Minigame aus Mario Party. Aber grundsätzlich cool. Sagte er und stirbt. Ja. Schade. Aber in der Show wurde jetzt gefühlt am allermeisten gezogen. Zeit für Schleimkratzer. Überlebe 2 Runden Wolkenschleimkratzer und nutze in einer zufälligen Finalrunde die Chance auf die Krone. Okay. Das Game ist mit 3 Nashörnern ein Dreck. Naja. Sonst ist gar nicht so kacke. Aber natürlich ist es nicht spielbar, wenn alle nur mich ziehen. Hätte ich aber gerne länger gesehen. War eine coole Idee. Gute Besserung, Giga Knight. Und danke, X-Maxi, für die Mitgliedschaft. Neu dabei, denke ich mal. Grüße gehen raus. Drei Runden Schleimkraxler. Ja, weiß ich nicht, Iggy.
wird, glaube ich, eher nix. Oh nein, als ob. Ja, geil. Die Variation habe ich auch noch nicht gesehen, hey. Da war mir das mit den Türen aber deutlich genehmer. Zuschauersport. Nichor, dankeschön für die 33 Monate. Wenn dieses Spiel drankommt, scheiden ungefähr 3/4 der Spieler in Public Lobbies aus. Ja, aber das war auch, also, wenn das da unten schon so hardcore ist, dann will ich nicht wissen, was da oben noch passiert. Luca Heb, danke für die neue Mitgliedschaft. Ah, schön zu wissen, dass nicht nur Spackos in dem Stream sind. Herzlich willkommen. Jetzt sind die Grabber beschäftigt. Nee, die meisten liefen sofort, wenn ich rausgehe. Weil denen geht's nicht um das Spiel und um den Sieg. Es geht nur ums Scrollen. Nichts anderes. Hoverboard-Helden, Alter. Schon wieder Erstrunden aus. Das kann ich nicht gewinnen. Wenn alle ziehen und es ist so schon schwer. Ist unwahrscheinlich. Ich liebe aber diese dramatische Musik hier. Alter, dieser Wirbelwind, der da dazwischen noch sich einschaltet, ist ja krank. Ich glaube, das war in der vorherigen Version nicht. Ich springe einfach, weil wenn ich stehen bleibe und noch mehr Leute kommen, dann habe ich noch viel geringere Chance zu überleben. Ist das hier gut, sich treffen zu lassen von dem Ding? Ich weiß es halt Real Talk nicht. Kinder? Nein, jetzt nicht. Komm. Nein. Nicht so. Komm, wir schaffen es vielleicht. Muss ich da rein? Das war jetzt aber auch eine 50-50 Entscheidung, ob tot oder ob durch. Ja, moin, ey. Nein, ich will nicht einfach verrecken. So ungefähr muss es bei dem Schleimkraxler von vorhin auch gewesen sein. Einfach Instant-Finale. Gleiches Spiel, oder? Einmal kotzen. Mag eigentlich keine YouTuber, du bist aber der Einzige, den ich aktiv schaue. Vielen, vielen Dank, Tobias. Warte. Danke für 35 Monate. Also es gewinnt derjenige, der am meisten von diesen Pinguinen hat.
Ja, okay, schmeckt. Aber nur für eine Sekunde. Beste. Das ist noch nicht mal das Finale. Das ist nur die zweite Runde. Ach, komm her, du Mistvieh! Ja, geil. Es gibt immer zwei und der andere, der hat ihn jetzt schon die ganze Zeit gehabt. Und ist dadurch... Wo ist das zweite Viech? Ich habe halt nur dieses eine gesehen. Oh, ich hasse dieses Spiel. Komm her! Wo ist der denn? Blödes Drecksviech! Einfach nur eine Sekunde. Junge, ist das mies. Ja, ich bin noch gesprungen. Wie kann er mich denn dann ziehen? Erklär mir das mal. Auf ernsthafter Basis, erklär mir das mal. Ja, gut, halt. Einfach Dreck. Größter Müll. Schmutz. Du musst einfach nur am Anfang einen haben und dann hast du schon gewonnen. Wenn du nur den Schwänzen hinterher rennst, vorbei. Sportfest. Als ob es da kein besseres Spiel gegeben hätte als diesen Scheiß. Ein Schmutzspiel. Komm schon. Ah, das war das erste Rennspiel, was sie erfunden haben, ne? Läuft. Wie oft will der noch umfallen? Ja, von aus. Vorbei. Junge, so lange bin ich hier noch nie gehangen. Das war auch eine Variation, die ich noch nie gesehen habe, irgendwie. Big Uff.
Halt doch deine Fresse. Lass mich da durch, Alter. Was ist das? Diese Stelle war doch nie so krass. Komm. Komm. Ist nicht mehr viel. Oh, das sind so viele Leute. Scheiße. Scheiße, Mann. Es wird knapp nicht reichen, glaube ich. Oder? Doch, es reicht knapp. Jesus Christ. Welche Region? Ozeanien habe ich eingestellt. Ja, es ist natürlich kein Goldener da. Ah ja. Alles klar. Weil die da hinten zu dumm zum Scheißen sind, oder was? Ja, kommt dann vielleicht trotzdem mal einer? Der muss dann nicht die ganze Zeit da hinten chillen. Gönn mir! Bastard. Ist so lächerlich. Ja klar. Ja klar. Mhm. Ey, das ist doch Scam! Es ist wirklich Scam! Ja, ich hab ihn! Komm! Noch irgendein Schmutzring! Fick dich! So ein Scheiß, ey. Ich hasse das. Alter. Goldener Ring bleibt immer so lange, bis einer bleibt. Aber ich dachte, dass die wirklich immer ausgetauscht werden. Also das ist bei den anderen Ringspielen doch auch. Mann, Mann, Mann. Was für ein ganz, ganz tolles Spiel kommt jetzt. Ja, okay. Aber wir sind nur noch 15 Leute, ne? Ein Fehler und RIP. Ein Fehler und RIP. Nur 9 kommen durch und mein Internet meint auch wieder, mich verarschen zu müssen. Perfekt.
Sehr gut bisher. Naja, sollte einfach die Fresse halten. Das war jetzt natürlich Schmutz. Giga-Schmutz. Wie können denn noch so viele vor mir sein, ey? Jetzt mal ernsthaft. War doch relativ clean. Scheiße. Ehre. Komm, nochmal ein Finale. Wäre jetzt schon verdient nach dem ganzen Hassel. Boah, ich muss pissen. Ausgerechnet jetzt. Ja, wird Finale sein. Schwanzfinale. Es ist nicht mal Finale. LOL. Hä? Ist so unnötig. So unnötig. Wirklich. Verstehe ich nicht. Ja, das schaffe ich nicht. Aber dann ist Döner auch nicht das Finale, sondern irgendwas anderes, oder? Weil es wäre schon wirklich giga lächerlich, wenn es zweimal hintereinander kommt. Muss nicht sein. Komm, töte doch mal die Arschlöcher da. Oh, es muss nur noch einer. Ja! Schmeckt. Ja, danke für 5 Münzen. Danke, dass du wieder öfter Fall Guys machst. Werde ab jetzt jeden Stream über Fall Guys als Dankeschön eine Kleinigkeit spenden. Liebe Grüße. Erstens kommt deutlich häufiger auf Twitch. Gerne da followen. Heute noch das letzte Custom Lobby Special. Ob es nochmal auf YouTube spielen, steht nicht fest. Was ist denn das? Es kommt einfach kein Finale! Junge, wir sind nur noch 6 Leute, was willst du denn? Und dann Volleyball, Alter. Also da, hier bin ich 1000% jetzt raus. Da habe ich ihn ausgetrickst. Aber er rettet ihn ernsthaft noch. Ja, das wäre auch wirklich krass insane gewesen, wenn er das geschafft hätte. War aber auch ein sehr knapper Hase. Einfach überall followen. Ja, gute Idee. Instagram, YouTube, Twitch. Kann nicht schaden. Bin ich ebenfalls der Meinung. Twitter. Aber na gut. Twitter ist toxisch. Ah, komm, piss dich. Piss dich. Dreck.
Weg mit dem Müll. Noch ein Punkt und er ist relativ tot. Komm, bitte. Bitte gönnen. Gönn doch. Alter. Digga, ich bin so lost. Ja, moin. Aber stark gespielt. Ja, und ein Ball reicht ihm wieder. Um den zu holen. Ja! Finale haben wir, also ja, wenn es jetzt nicht kommt, dann weiß ich auch nicht. Das sind nur noch drei gottverdammte Freaks. Jetzt Schwanzfinale, wäre so eklig. Das wird auf jeden Fall toxisch. Nein, sag nicht, dass sie... Nein! Nein! Nein, das ist nicht wahr! Das ist nicht wahr! Digga, das... Nein! Nein! Also tut mir leid, liebe Fall Guys und milliardenschweres Epic Games, unter keinen Umständen darf das passieren, das ist eine Frechheit. Eine unfassbare Frechheit. Vor allem, weil das war die beste Runde von allen. Ich glaube, kein einziger hat gezogen, zumindest habe ich es nicht wahrgenommen. Gut gespielt. Wäre ein insane krasses Finale gewesen mit drei Leuten. Dann kommt sowas. Perfekt. Einfach Definition von Scam. Höttinger spielt, danke für 5 Münzen und gönn dir den Cheeseburger gerne. Guten Appetit.
Hey, imagine, du wirst von einer Milliardenfirma gekauft und hast immer noch keine richtigen Server. Wait. Was ist das jetzt schon wieder? Also Hexagon nur mit Eis und 4 Schichten oder was? Okay. Ey cool, wieso habe ich das denn noch nie gesehen? Das könnte neben dem normalen noch das coolste sein. Und dem Moonjump. Ganz dünnes Eis, meine Freunde. Ja. Sind wahrscheinlich auch 3 Runden. Finale hattest du in Season 3 gehatet? Nein, das habe ich definitiv noch nie gespielt. Nee. Es gab mal ein ähnliches. Das ist Schmutz. Aber in der Formation habe ich es noch nie gesehen. Gönn, 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 gönn. Ey, Creme Ali, danke für 2 Münzen. Kleine Doni, mach weiter geilen Content. Ich versuch's, danke dir. Ist das dann jetzt Finale mit 10 Leuten? Uff. Ja, ziehen sie durch so. Okay. Wird wild. Aber ist halt schon ein bisschen mehr lucky als die anderen Hexagon. Hey, wait, warum ist das jetzt wieder so platt alles? Also diese Unebenheiten haben mir eigentlich ganz gut gefallen. Vielleicht konnte ich mich aber auch deswegen nicht dran erinnern. Es kann gut sein, dass ich vielleicht diese Version schon mal gespielt habe. Aber die andere da nicht. Mit diesen unterschiedlichen Schichten. Ja, will ich nicht. Alter. Ach Mann. Scheiße, war mies.
Damn it. Zu dritt auf der Plattform. RIP. Also auf Eis schaffst du ja gefühlt gar keinen Sprung. Das muss man wissen. Habe ich bisher nicht so wahrgenommen. Aber weil du so rutscht, kannst gar nicht richtig Anlauf nehmen. Na gut. Wenigstens das Finale gesehen. Ich glaube, dann kommt jetzt schon die finale Show. Ja. Das Zehenspitzenturnier. Drei Runden Zehenspitzen. Nein. Nein. Ernsthaft. Warum existiert sowas? Oh mein Gott. Probier die Shows in dem Tab beliebt aus. Hä, hey, warte, sind da noch mehr? Ich dachte, da wo ich gerade bin, das sind einfach alle. Und daraus wurden halt die Beliebten nochmal extra separat aufgelistet. Bin ich danach noch nicht durch? Junge, wie viele verschiedene Shows gibt's bitte? Oh, okay. Die Variante haben wir noch nicht gesehen. Die könnte das Spiel aufwerten, weil du bist dann mehr gezwungen, vorne was zu tun, anstatt blöd rumzustehen. Okay, ja. Interessant. Aber bin schon raus. Oder? Wo ist der Weg hier? Ja. Irgendeiner muss es jetzt ausprobieren. Lol. Dreck. Ja, super. Oh. Natürlich der äußerste Weg. Ja, aber da bin ich jetzt gar nicht traurig, dass ich da raus bin. Brauche ich nämlich nicht noch mehr von dem Scheiß. Lol. Also, sind das da vorne jetzt echt noch mehr Shows? Anscheinend. Na dann. Bock auf 60 Spieler weggehext. Wenn es da dabei ist. Süße Diebe ist jedenfalls auch dabei. Habe ich gesehen. Die hier, ne? Nichts als Rennrunden auf Plätze fertig los. Okay. Er macht echt bis 20 Uhr. Ja, ich mach so lange, bis ich alles durch habe.
Rennrunden, let's go. Gönn, gönn, gönn. Mhm. Mach auf! Junge, wer hat da jetzt wieder... Junge, es ist so zum Kotzen. Irgendein Bastard bleibt extra stehen, um mich zu behindern. Es ist einfach lächerlich. Naja, bin ich wenigstens schneller durch hier. Es ist so unfassbar lächerlich. Es ist das letzte Mal, dass ich sowas mache. Definitiv. Sprungbrett, oh Gott. Moin Marinendo, 35 Monate, danke dir. Hoffe, du hattest einen chilligen Tag. Sind es trotzdem 3 Runden, obwohl wir nur mit 11 gestartet sind? Naja. Digga, noch langsamer kann sich das aber auch nicht drehen. Das grüne Ding. Ah, mit 3 ist witzig. Hm.
Dann haben wir nun, ja, das glaube ich, sparen wir uns. Oder? Na ja, komm. Egal. Wir machen alle. Warum gehst du nicht ohne Skin rein und sagst, dass sie es auch machen sollen? Dann können sie dich nicht grabben, da sie nicht wissen, wer du bist. Doch. Weil man sich mit einem Knopfdruck den Namen anzeigen lassen kann. Digga, du hast überlebt. Was? Echt jetzt? Ich dachte gerade, ich bin tot, Alter. Ja, moin. Ja, moin, habe ich dich gesehen. Ich dachte, ich wäre tot. Och, nö. Sei jetzt wirklich jemand eine Millisekunde vor mir gestorben? Das kannst du dir nicht ausdenken. So salty, dass er denkt, er ist tot. Ja, Mann. Ich verzichte freiwillig auf das Finale. Gönnt euch. Ich bin wenigstens ein ehrenhafter Spieler. Beste Leben. Ich wollte den Win nur verschenken. Dabei sein ist alles, ist mein Motto. Alles gut. Zu wild. Hier, guck. Mit einem Knopfdruck sieht man den Namen. Bringt dir gar nichts, auch wenn alle gleich aussehen. Es bringt gar nichts. Ah ja. Mhm. Ein Süchtiger ist schon durch. Krank. Geh bitte zum Arzt, Alter. Ist nicht normal, was du da machst. Der hat safe unter seinem Stuhl so einen Eimer, wo er reinscheißt und pisst. Und, wer hat das Finale gewonnen vorhin? Eigentlich mein Win, ich habe ihn nur hergegeben. Auf Ehre. Kriegt man Cuphead-Skin? Weiß ich nicht. Ich würde das auch gerne wissen. Aber ich glaube, der war nur einmal ganz kurz im Shop und wenn du ihn dann nicht geholt hast, dann RIP. Außer du lauerst alle paar Stunden und schaust, ob er wiederkommt. Mens Sola, danke für die 2 Monats Mitgliedschaft. Vielen, vielen Dank.
Was ist das schon wieder für eine komische Variation? Okay. Ja, ficken. Ja, moin. Digga. Ja, aber sicher doch, Bruder. Oh Junge, wieso springe ich nicht in die Mitte? Ich bin so blöd. Mansola, vielen Dank für die Mitgliedschaft. Oder habe ich das? Habe ich gerade? Egal, nochmal. Danke dir. Und Katzenland, danke für 2 Münzen. Süße Kätz. Oh. Bro, in Solo-Game kann alles rankommen und das System entscheidet sich dafür. Oh, aber immerhin mit einer Variation, die ich noch nicht gesehen habe. Oh nee, ey. Bringt nicht mal was da drauf zu stehen. Uff, Alter. Traube, Apfel. Mehr weiß ich nicht. Ich glaube hier, Bruder. Aber ich bin echt nicht sicher. Ja, ja. Einer hält wieder. Gut. Dann lass mal das halt. Auch okay. Schon gewonnen? Ja. Das wird wieder lustig. Nein, ich spiele nicht Undertale. Das wird dann noch toxischer als heute. Und habe ich außerdem schon angespielt, war toxisch. Gibt eine Aufzeichnung. Einfach bei Let's Show gucken oder in YouTube eingeben. Deswegen bitte immer, wenn ihr irgendwie eine Frage habt zu einem Spiel, schaut doch bitte wenigstens vorher, ob ich schon gespielt habe. Ihr müsst nur den Titel und meinen Namen eingeben. Und wenn ich dann komme, habe ich schon gespielt. Wenn nicht, nicht. Und wenn nicht, dann könnt ihr... Also, muss nicht sein, aber dann könnte man drüber nachdenken zu fragen. Hier findest du garantiert die Aufnahme. Dann ist er sowieso auf Traube. Ja, aber ich wollte gerade der Masse joinen eigentlich. Und dann kam der Cake und hat gehalten. Egal. Scheiß drauf. Ozeanien-Server, genau. Was meinst du mit toxisch? Naja, Undertale ist eins der... Oder falsch.
die Undertale-Community ist eine der toxischsten überhaupt. Wenn du das Spiel spielst und dieses Beispiel... Kannst du jeden Streamer der Welt fragen... Ach komm, machen wir nochmal. Kannst du jeden Streamer der Welt fragen, du kannst dieses Spiel nicht spielen, wie du es willst, sondern du musst es so spielen, wie es die Leute wollen. Und dann kann man es auch gleich sein lassen. Selbe Erfahrung habe ich auch gemacht. Und sehr viele andere. Deswegen hat da eigentlich kein oder nur sehr wenige YouTuber und Streamer Bock drauf. Kennst du Süße Diebe? Nee, aber gleich werde ich es kennenlernen. Wir machen hier nur kurz eine Ehrenrunde, weil das war lächerlich gerade. Und nochmal danke für 2 Münzen Katzenland. Ja, extra nur auf 12. Trotzdem wieder so viele Spasten. Eieiei. Das ist dasselbe Beispiel übrigens mit hier Fall Guys Custom. Wenn es nicht so viele toxische Leute gäbe, könnte man ja häufiger Community Level machen. Aber denkt ihr, ich habe hier noch wirklich nochmal Bock darauf? Nein. Alter, was ist das? Man Solar, dir auch danke für 2 Münzen. Member Sub Only. Ja, das ist wie gesagt eine Möglichkeit, ja. Ich wollte es einmal public versuchen. Obwohl ich schon damit gerechnet habe, dass es nichts wird. Und ja. Nächstes Mal schauen wir mal. Wie lange noch die... Was? Neue Season, ist gut. Gut. Viel Abwechslung. Mag ich. Sub-only auf Twitch hat bei Unge gut funktioniert bei Undertale. Ja, das ist schön. Aber, ich muss sagen, ich habe jetzt auch nicht das Bedürfnis, das Spiel zu spielen. Es ist gut, das weiß ich. Ist auch schön und alles nice. Kein Problem, aber, ja. Auch nicht so mein Type of Game und deshalb... Ich muss es nicht gespielt haben. Das einmal anspielen hat mir gereicht. Warum kommt da nichts?
wäre auch mal witzig hier. Dann warum komme ich da nicht hoch? Hey, jetzt mal for real, was soll das? Schau dir an, dieser Wichser steht extra da noch, um mich abzufangen. Ich weiß es nicht. Was bist du für ein Bastard? Mann, Alter. Knapp. Yo, was? Okay. Damn. Wenigstens lernt man so ein paar Variationen kennen. Hat man da überhaupt Spaß? Manche Runden ja, die meisten nein. Also das sieht man ja, denke ich auch. Aber wir hatten auch heute schöne Szenen. So ist es nicht. Und ein Win. Das erinnert an die Stream-Sniper von Mario Maker 2. Oh, Döner-Finale. Mensch, hau doch mal was anderes raus, Alter. Mit einem Ventilator auch noch. Bruh. Killt der instant, dieser Ventilator? Ich weiß es gar nicht, ne? Aber ich glaube, der killt, ja. Ziemlich sicher zumindest. Hä, warte, was macht man, wenn es hier kein... Hä? Digga? Ah, nee, okay. Alter, das ist jetzt wirklich eine Hardcore-Version. Wow. Digi. Das kann nur ein Scherz sein. Aber Dritter sind wir schon mal, offenbar. Schmeckt. Zweiter. Alter, komm, hol den Win, Mann. Ja, moin. Und next wäre jetzt Süße Diebe, oder? Nee, noch nicht. Stadion Stars Show. Ah, Moment, neue Lobby. Neue Lobby, neuer Code. Let's Jerry, danke für 2 Münzen. Hab die Runde von eben gewonnen. Vor 4 Minuten, also die Show davor. Ich weiß schon gar nicht mehr, was das war. Das war die Solo-Show. Ah ja, okay. Nice. GG. Gute Runde gewesen. Jo. Fand ich auch.
Mach Sub Only bei Custom Lobbies. Ja, ich habe heute gelernt. Keine Sorge. Leider bin ich halt so gutmütig. Wollt's erstmal so probieren. That's life. Ab bis dann Spaß. Haben wir ja trotzdem. Und an dem Finale gerade war ja auch nichts verkehrt. Im 1 gegen 1 da verziehen, das ist okay. Ich finde nicht, dass es sein muss. Persönlich, aber da ist es noch okay. Alles andere nicht. Ach Junge, was ist das für eine beschissene erste Runde? Hey, wieso bleibt mein Char einfach da stehen? Halber Bug. Wie geht's Sub Only? Naja, ganz einfach. Also, Mitglieder können ja im Community-Tab exklusive Beiträge sehen und wenn ich dann halt einen einzigen Code nur hernehme, dann können den natürlich auch nur Mitglieder sehen, zum Beispiel. Auf Twitch weiß ich gar nicht, wie man das machen könnte. Gibt's aber sicherlich auch eine Möglichkeit. Oder via Discord, stimmt. Jeder, der Mitglied oder Twitch-Sub ist, hat einen eigenen Bereich in Discord. Brauchst du den Code einfach da rein? Ist auch eine Möglichkeit. Er hat nicht gezogen. Digga, natürlich hat er gezogen. Was ist ein Fick? Es gibt keinen Ozeanien. Doch. Ist eine schöne Gegend. Kann ich empfehlen. Alter, ich will auch so einen Louis Vuitton-Skin. Aber man muss wahrscheinlich mehr süchteln, ne? Oh. Erst jetzt gesehen. Ja, das Spiel mag ich, da bin ich auch ganz gut. Muss man wegen Unsichtbarkeit nicht extra Taste belegen bei Süße Diebe? Ich habe wie gesagt keinen Plan, was das für ein Spiel ist. Werden wir gleich sehen. Bin gespannt. Den Skin hast du auch. Kann mich nicht dran erinnern, aber es gibt dann auch noch so leuchtende. Und so einen hätte ich gerne. Die kriegt man, glaube ich, erst mit einem entsprechenden Kronenrang.
Nochmal Volleyball, okay. Wie heißt der Skin denn? Oder diese Art? Wäre mal gut zu wissen. Starker Angriff. Das war jetzt ein bisschen lucky, weil es eigentlich nicht so gewollt war. Oha. Auch wieder ein bisschen lucky. Also einmal bin ich in dem Spiel untergegangen, aber seitdem habe ich es eigentlich ganz gut drauf. Witzigerweise. Und die Zeit ist auch auf meiner Seite. Ich weiß das zu nutzen, Lel. Ja, kann er eigentlich nicht mehr schaffen. Oh, was ein King. Das, Digga, das ist der größte King in diesem ganzen Stream. Habt ihr gesehen? Er hat erkannt, ich schaff's nicht mehr. Hat sogar noch Props gegeben mit so einem Taunt oder was auch immer. Das ist Fairplay auf Level 1000. Nur solche Leute? Oder das wäre der beste Stream aller Zeiten? Größter King. Das ist so geil, der Anzug. Ja, Mods, warum bannt ihr denn nicht die Bots, bitte? Ganz wilde Verlängerungen hier. Let's Jerry, danke für die Mitgliedschaft. Ganz neu am Start. Ehre. Der hustelt aber auch gerade unnormal. Gibt's hier auch Timeout? Einfach beide rauskommen. Ah ja, okay. Komm, gönn nochmal Finale. Oh, ich dachte kurz wieder Disconnect. Knallballfinale. Boah, hatte ich das schon lange nicht mehr. Gibt einige Farben, die leuchten. Gab's damals im Standard-Shop. Oha.
hab so eine dumpfe Vorahnung, wo die meisten Bomben landen werden. Dieser Cuphead-Dulli ist auf jeden Fall ein Keck. Oh, der war stark geworfen. Kann man bitte jemand diesen Hund beseitigen? Ja, danke. Ich glaube, damit ist der größte Keck hier schon mal weg. Und alle, die noch leben, haben es verdient. Oh, ich hab... Nein, ich dachte, der ist tot. Ich hab ihn getroffen. Oh, du Arschloch. Wie er sich direkt gerecht hat. Ich hab nur auf den anderen geschaut, scheiße. Okay, aber der Grüne gewinnt. GG. Schönes Finale, bis auf den Cuphead-Dulli. Grüße gehen raus an YouTube. Nice. So, jetzt kommt das Zeug, ne? Dieses süße Spielchen. Ja. Werde in dieser einmaligen Teamshow der verstohlenste Dieb, der wachste Wächter. Tolle Beschreibung. Keine Ahnung, was das soll. Aber wir gehen mal rein. Alle, die noch leben, haben es verdient. Nee, hat er ja auch. Also, ich hätte es jetzt jedem von den dreien gegönnt. Mir natürlich am meisten, aber... Dafür war ich zu unachtsam. Dieb, klaue Bonbons, bevor die Zeit abläuft und lass dich nicht schnappen. Wächter, verteidige die Bonbons und fang alle Diebe. Klaue Bonbons und bring sie zu deiner Basis, um zu punkten. Langsam bewegen für L1. Hä? Yo, diesen Unsichtbarkeitsmodus, den hätten wir einfach in jedem Spiel gebraucht. Dann wäre das hier kein toxischer Stream gewesen. Hä? Also ich muss jetzt Bonbons holen, oder wie? Woran erkennt man denn, wer Wächter ist und wer nicht? Die Sichtbaren sind Wächter, oder was? Digga, ich hab keinen Plan. Was ist das für ein Spiel? Du wurdest geschnappt. Hä? Und damit bin ich jetzt raus, oder was? Wo sind denn die scheiß Bonbons überhaupt? Hier, oder? Weil da sind die ganzen Dullis. Aber... Ich versteh's nicht. Befreie deine Teamkollegen. Ja, wie denn, Digga? Keine Ahnung. Kann das irgendjemand erklären? Mit L1 läufst du langsam und bist unsichtbar. In der Mitte ist ein Knopf, um alle Diebe wieder frei zu lassen. Ach, das war der, wo ich gerade drauf stand, oder? Die Wächter sind alle sichtbar, ja.
Und wo sind die Kackbonbons? Die muss ich doch holen, oder? Das ist doch mein Ziel. Oh, da ist eins. Aber nur, weil der Bruder das hatte. Wo spawnen diese gottverdammten Bonbons? Also er kommt gerade mit einem hier entlang. Ah, da unten sind zwei. Ich glaube, die kommen wirklich alle hier runter. Und der Knopf da oben ist scheinbar der zum Releasen der Gefangenen. Puh, okay. Oh, ich hab eins. Yay. Und wo muss ich es hinbringen? Ich hab keine Ahnung. Wohin? Was? Die haben noch mehr Punkte! What the fuck? Die haben noch mehr Punkte gehabt als die. Nochmal. Hinten links und rechts. Unterhalb Gefängnis. Da kommen sie raus, oder was? Ja? Bonbons spawnen in den Ecken. Bonbons sind in den Löchern vorm Knast. Wächter gewinnen, wenn die Zeit abläuft, bevor 12 Bonbons geklaut wurden. Oder alle Diebe gefangen wurden. Diebe, wenn 12 geklaut. Man muss Bachelor sein für dieses Spiel. Da hoch müssen die Bonbons gebracht werden, oder? Nee, da spawnen sie. Ah, und da müssen die hin, ja moin. Hä, aber ich hab weder den Spawnpunkt noch diese Löcher gesehen vorhin. Oh mein Gott. Da hat der ein Glück. Verdammt nochmal, der konnte mich eigentlich gar nicht sehen. Drück den Knopf! Komm! Ehre. Was sind denn diese beschissenen Ecken? Ah, okay, da hinten. Ja, ja, okay. Mhm. Aha. Oh, da kommt einer. Ja, halt die Fresse. Kann er das jetzt noch nehmen? Okay, ich hab einen Punkt gemacht. Yay! Und er kriegt mich nicht. Ha. Noch vier. Ich versuch den hier einfach abzulenken.
Währenddessen können die anderen Punkte holen. Oh, da ist er wieder. Da ist er wieder. Ja, er ist schneller, ne? Weil ich was trage. Oh, das war aber einfach 200... Nein! Als Maul, Mann. Das war doch so gut gemacht. Egal, wir haben es geschafft. Okay, wenn man es verstanden hat, ist es ganz nice. Hab dich gesaved. Oh, hab ich gar nicht gesehen. Weil ich so krass verwirrt war, nachdem dieser Flipper mich getroffen hat. Weil ich habe immer auf 200 IQ den Ball drüber geschmissen, weil ich dann kurz schneller bin. Aber Daniel hat mich getroffen. Egal, nice, gewonnen, schön. So, dann jetzt die allerletzte Show. Extrem Solo. Extremmodus aktiviert. Lieb gewonnene Strecken ohne Respawns. Wenn du von der Strecke fällst, bist du ausgeschieden. Ach so, das habt ihr vorhin gemeint. Ich dachte, dass man als Streamer selber dann rausgeht, wenn man einmal getroffen wurde. Es gibt dafür einen Modus. Didn't know that. Okay. Leandro, danke für 2 Münzen und den Like. Donny untergegangen von NDeluxe SL. Kleines Dankeschön für die Unterhaltung. Habe ich das nicht vorgelesen? Tut mir leid. Vielen Dank für die 2 Coins und schön, dass du da bist oder warst. Mach mal, dass du auch Wächter bist. Oh, true, stimmt. Ja, können wir gleich nochmal starten. Ich wollte ja sowieso noch mit 60 Leuten einmal Hexagon spielen. Das können wir dann noch dranhängen. Ich denke mal, die Extremshow wird jetzt eh nur 2 Minuten dauern. Dann ist schon vorbei. Machst du das irgendwann nochmal? Wenn, dann nicht public. Ja, Kreisel X. Also ein Fail ist gleich tot. Und zusätzlich sind da einige Bereiche abgesperrt, glaube ich. Oh no. Alle werden runterfallen. Na, hier noch nicht. Oder? Ich weiß nicht, wenn man das Spiel normal spielt, fällt man normalerweise nicht runter. Digga! Oh ja. Beinahe den lächerlichsten Fail ever gehabt. Da vorne durch die Mitte würde ich natürlich jetzt nicht gehen. Ja, natürlich, du kleiner Bastard. Töte dich! Das kann's nicht sein! Ja geil, jetzt muss ich eigentlich durch die Mitte, weil ich schaff's so nicht mehr. Mann, in dieses Spiel rausfliegen ist so schwach. Ich geb.
Vor allem, ich hätte wahrscheinlich sogar noch Zeit gehabt, weil ich habe auf dem Pisshaus noch gehört, dass die Musik ewig lang gespielt hat. Aber ich bin auf High Risk gegangen, weil ich dachte, ja, die schaffen das jetzt alle in den nächsten 5 Sekunden. Anscheinend ja nicht. Hätte ich mal normal weitergespielt. Egal, wir machen die Show nochmal. Das akzeptiere ich so nicht. Ja, lass mich halt raus da. Nochmal. Zählt nicht! Das war jetzt erstmal die Testshow. Jetzt kommt die richtige. Es haben nur 10 Leute geschafft. Das habe ich nicht erwartet. Sonst hätte ich diesen Sprung nicht gemacht. Schade, das immer mit demselben Spiel? Nee, ne? Nee. Aber das andere war besser. Rollweg X ist so schwer. Ja, das andere war besser, auf jeden Fall. Definitiv. Aber gut, beim einfachen Spiel rausgeflogen, jetzt beim schwierigen weiter. Let's go. Gibt es hier überhaupt diesen Checkpoint-Sound? Es gibt keine Checkpoints. Fällst du runter, bist du tot. Punkt. Scheiße, ich trau mich jetzt irgendwie gar nichts mehr. Hier sind ja die ganzen Schulabbrecher. Fünf Kilometer weg von einer Freundin. Auf Lebenszeit. Ja, okay, der Bray ist irgendwie cool. Am Ziel gestorben. Belasto. Bist mein Lieblings-YouTuber. Vielen, vielen Dank, Bruno. Weniger Tode als vorher, was? No way. Oha.
Hallo? Mann, gönn! Das kann doch nicht wahr sein. Lass mich da jetzt durch, verdammte Scheiße. Ach Gott, ist das eine Kacke. Ultra schlecht, Alter. Aber ich glaube, es reicht. Ja. Sechzehn, aber es ist noch kein Finale. Denke ich. Nee. Die Partymeile. Warte, aber da fällt man doch normalerweise nicht so oft runter, oder? Dachte ich. Das ist jetzt ehrlich gesagt mehr ein normales Spiel. Man könnte halt höchstens diese Zirkus. Ach so, ja gut, den Quatsch gibt's auch. Aber nur kurz. Ich nehme auf jeden Fall nicht den mittleren Weg. Oder? Nee, lass mal. Scheiß drauf. Aber ich glaube, es sind auch schon ein paar gestorben. Es müsste genug Plätze fürs Ziel geben. Ja gut, hier ist vielleicht auch noch ein bisschen dramatisch. Aber... ja, Scam am Ende. Egal, juckt. Wir sind King. Hey! Komm, die letzten müssen noch verrecken. Stirb. Ja. Als ob der... LOL. Der hat safe gehackt. Das Game könnte jetzt auch sagen, nee, fühle ich nicht das Finale, wir machen weiter. Auf ultra asozial. Das Finale ist wahrscheinlich so oder so Schleimkraxler. Es kommt Schleimkraxler, aber es ist kein Finale. What? Oh my goodness. Überlebenschance nicht vorhanden. Aber es ist die Standardversion, oder? Ja, egal. Trotzdem. Obwohl, dieser Ventilator oben... ich glaube, der ist nicht bei Standard dabei. Ja, sicher muss jetzt hier wieder das... zum Schieben kommen in dem Moment. Der Affe ist einfach der letzte Hundesohn, Alter.
Digga. Also jetzt muss ich eigentlich nur noch solide zu Ende spielen, dann reicht das. Ey, wer ist so bekifft und nimmt den Hammer? Oh nein, der Ventilator. Nein, mach nicht diesen, Digga. Nein. Okay, Kuss. Endlich kann ich die Streams in 4K genießen. Das ist doch schön zu hören. Blumig. Die Ehrenmänner haben den Affen aufgehalten. What? Dann hoffe ich, dass jeder von denen in seinem Leben ein Milliardär wird. Jetzt Finale? Reporte den. Kann ich irgendwie sehen, von wem der gespielt wurde? Dann blockiere ich den halt. Ist Finale, ja. Ist das dieses Suchti-Ding, wo ich vorhin so gut war? Glaub schon. Der Grüne hat den Affen gut behindert. Okay, Grüner, ich grüße dich. Und es ist dieses Extremfinale. Wir müssen dafür sorgen, dass der Affe halt schnell stirbt, irgendwie. Und was will mein Internet schon wieder? Es zeigt mir schon wieder hier an, es ist angeblich schlecht. Ja, ja, deine Mutter. Ja, hier, der Rote und der Grüne, tatsächlich gehen sie auf den Affen. Oh mein Gott, ich hoffe, es werden Milliardäre. Oh, das war eine schlechte Entscheidung. Puh. Es gehen tatsächlich viele auf den Affen. Ehre. Kuss, 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 Kuss. Noch keiner tot. Grüner! Und der Käsetyp lebt auch noch. Das sind die coolsten hier. Komm, bitte einer von denen, bitte. Let's go! Holt es! Oh, what a save! Nein, wo ist der Orangene? Nein, er ist tot! Nein! Okay, Grüner, du musst es jetzt holen. Pass auf, Mann! Digga. Oh mein Gott. Nein! Alter.
Komm! Ja! Nein! Er ist nur Zweiter. Schade, Mann. Schade, schade. Aber ich weiß nicht, ob der toxisch war, der gewonnen hat. Deswegen einfach mal provisorisch. GG! Und wir machen jetzt noch... Warte, wie geht das überhaupt? Ein bestimmtes Spiel auswählen. Wie? Oder kann man nur eine Show auswählen? Ich glaube, ich kann kein einzelnes Spiel auswählen. Wie soll ich dann Hexagon mit 60 Leuten spielen? Wir können höchstens nochmal den Moonjump machen. Sieger der Herzen, auf jeden Fall. Es gibt nur Hexagon-Modus, aber nur mit Moonjump. Das ist das hier. Jack Arthur, danke für 5 Coins. Ledum lässt auch 5 da. Finde, du bist super YouTuber und ich wollte fragen, ob ich mal mitspielen kann. Ja, schon seit 4 Stunden. Du musst nur schnell den Code oben eingeben. Nicht reporten. Ja, wie denn? Machen wir einfach das nochmal. Passt schon. Die Show ist auch leider wieder draußen. Die haben wir ja gestern ausgiebig gespielt, aber die gibt's momentan nicht mehr. Wieso ist der Affenhundesohn eigentlich jetzt schon wieder dabei? Ja, macht halt keinen Sinn, wenn wieder 2-3 Leute hinter dir herrennen und nur ziehen wollen. Spieler melden, achso. Wie heißt der Keck?
Wo ist es denn? Na, hier. Stimmt, wir könnten danach noch Mitgliederrunden machen. Vielleicht. Bis 21 Uhr. Ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Wir haben Skiflug-Show schon gespielt, LM. Da habe ich gewonnen. Wir haben alle Shows schon gespielt. Alle. Auch wenn es mich ein bisschen wundert, dass es nochmal neue bei beliebt gab. Ich dachte, das wäre einfach nur nochmal ein Auszug von der Liste. Aber nein. Egal, jetzt haben wir definitiv alle. Danke an die neuen Abonnenten. Zweite Runde. Alter, fast 4 Stunden schon der Stream. Wild. Die auch immer alle den Weg so krass ablaufen. In Public war das gar nicht die Taktik. Ich finde diese Unterschiede manchmal interessant. Das ist derselbe grüne Ehrenmann von vorhin? Ich hoffe doch.
Oh, unten ist einfach alles schon weggebaut. RIP. Ja. Mutz. Okay. Ja, nee, ich glaube, dann lassen wir es doch langsam gut sein. Also, danke an alle, die fair mitgespielt haben und ihren Spaß hatten mit dem Stream. An die Donator, neuen Mitglieder und die 2500 Liker. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Erstmal was essen jetzt.